Hey Leute und willkommen zu einem kleinen neuen Video und zu einem kleinen neuen Projekt. Ja, endlich geht es wieder los. Jetzt kommen die Ferien. Die Woche lasse ich jetzt noch ausklingen. Ich hatte noch theoretische Fahrprüfung und Schulaufgaben und Kurzarbeiten und alles drum und dran. Aber ich habe endlich jetzt wieder Ferien. 2 Wochen und nach den Ferien dann 2 Wochen Praktikum. Das heißt, ein bisschen mehr Zeit in nächster Zeit. Ja, in der Woche kam ja schon Football Manager und zwar 2-mal. In dieser Woche soll auch noch ein anderes Video online kommen. Ich weiß nicht, ob schon online ist oder nicht, aber auch ein kleines Zwischendurch-Video. Ich habe mir jetzt überlegt, meine Festplatte ist noch nicht da. Die Festplatte hatte ich ja zur Reparatur geschickt. Das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Wenn ihr die noch nicht mitbekommen habt, dann seid ihr wahrscheinlich noch nicht lang auf meinem Kanal oder nicht aktiv. Dann müsst ihr das schleunigst ändern. Aber auf jeden Fall war meine Festplatte kaputt und die habe ich eben eingeschickt. Und die müsste jetzt nächste Woche bei mir zu Hause ankommen. Und sofern die dann ankommt, kann ich auch die alten Projekte, was ich noch fortführen wollte und noch Folgen aufgenommen hatte, die aber dann verloren gegangen sind, weiterführen. Heißt, es wird dann über die Ferien bzw. dann Praktikumsphase, ich muss ja die ganzen Sachen auf der Festplatte erstmal wieder sortieren und erstmal wieder, ja, alles finden, alles einrichten. Aber auf jeden Fall kommen dann Ende der Ferien bzw. Praktikumsphase wieder Sachen wie WWE, FIFA, Torwartkarriere und noch ein paar alte Football Manager Folgen, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Zum Beispiel das Spiel gegen Micha damals. Das war so, so krass cool einfach. Und ich konnte es nicht hochladen, weil meine Festplatte eben kaputt war. Und Micha hat sogar diese eine Folge auch nicht hochgeladen, weil er die Folge auch irgendwie verkackt hat mit der Aufnahme her. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie das dann läuft. Aber auf jeden Fall werden ein paar Sachen kommen. Und auch die PES Trainerkarriere mit dem ersten FC Bayern München. Ich habe mir jetzt trotzdem gedacht, ich werde wieder eine PES-Karriere starten, weil mir das in den Kopf gekommen ist und ich das unbedingt machen wollte. Und zwar haben wir am Anfang, wo PES 19 rausgekommen ist, eine Verteidigerkarriere mit meinem eigenen Michael Mike-Spieler erstellt. Und da sind wir bei Düsseldorf gelandet, glaube ich zumindest, und da haben wir auf jeden Fall 1 oder 2 Folgen gemacht, mehr aber nicht. Und jetzt ist mir in den Sinn gekommen, hey, weißt du was, mir ist noch was viel cooleres eingefallen. Stürmerkarriere ist vielleicht ein bisschen interessanter als Verteidigerkarriere und wir übernehmen einfach einen echten Spieler. Ich glaube, das macht richtig, richtig Bock, wenn wir nicht mit unserem eigenen schwachen Spieler anfangen, sondern einen echten Spieler einfach übernehmen. Ihr seid jetzt gefragt, ihr werdet nämlich rechts oben beim i abstimmen, ob euch die Verteidigerkarriere mit meinem eigenen Spieler bei Düsseldorf oder die heutige Karriere, die wir jetzt starten, bei dem FC Bayern München als Robert Lewandowski, welche euch der beiden besser gefällt. Dementsprechend werden wir uns hier jetzt Robert Lewandowski nehmen. Ich habe mir das einfach überlegt, weil ich gedacht habe, okay, wie gesagt, ich wollte einen echten Spieler spielen. Und welchen Spieler spielt man jetzt als echten Spieler? Vor allem, weil es ja gar nicht mehr so lang hin ist, bis PES 20 schon wieder rauskommt. Und da werden wir dann natürlich vielleicht einen jüngeren Spieler nehmen, der ein bisschen mehr Potenzial hat, der vielleicht auch in der deutschen Nationalmannschaft spielt, etc., etc. Allerdings habe ich gedacht, okay, ich bin Bayern-Fan. Ich habe auch eine Trainerkarriere mit dem FC Bayern München hier in PES rechts oben am i verlinkt. Wie gesagt, die wird dann auch fortgeführt. Und dann habe ich gedacht, komm, nimmst du doch einfach mal den Mr. Herr Robert Lewandowski. Mit dem können wir hoffentlich ein paar Tore schießen. Wie gesagt, die Einstellung habt ihr gerade gesehen. Auf Top-Spieler haben wir gestellt. Und die Spiellänge muss ich, glaube ich, noch runterstellen. Das zeige ich euch gleich. Ach, und bevor ich es vergesse, das ist für mich natürlich dann jetzt wieder ein bisschen komplizierter, weil ich eben seit, ich würde mal einschätzen, 3 oder 4 Wochen nichts mehr aufgenommen habe, nur ab und zu Sachen geschnitten habe, die ich schon aufgenommen hatte, aber nichts Neues mehr. Und deswegen, ich hoffe, die Kamera passt da so. Ich habe auch keinen Greenscreen aufgestellt. Ich hoffe, das mit der Softboxenbelichtung passt. Hinten ist es wieder dunkel, aber das ist auch scheißegal, da soll man nichts erkennen. Ja. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in diese Karriere. Und wie gesagt, je nachdem, für welche ihr abstimmt, je nachdem werden wir dann hier auch weitermachen. Und
die Saison eben zu Ende spielen. Also die Trainerkarriere will ich auf jeden Fall zu Ende führen, die mit dem FC Bayern München. Und je nachdem, ob ihr jetzt sagt, die Verteidigerkarriere ist cooler oder ihr sagt, die Stürmerkarriere mit Lewandowski ist cooler. Eine der beiden werde ich fortführen, die andere eben nicht mehr. Und dann zu PES 20 geht es dann wieder los mit einer neuen Karriere, wo wir dann, wie gesagt, einen jüngeren Spieler nehmen. Dann geht es dann auch voll rein und wir werden auch einen echten Verteidiger dann nächstes Jahr nehmen, wenn wir mal wieder als Verteidiger reinstarten. Aber das werden wir alles sehen. Ich gehe jetzt kurz in die Einstellung. Also wie gesagt, Top-Spieler und ich würde sagen, damit die Spiellänge einfach für die Aufnahmen nicht zu lang ist, würde ich mal auf 6 Minuten, 7 Minuten, stellen wir mal auf 7 Minuten, dass die Folgen auch nicht komplett explodieren, aber dass ich trotzdem genug Zeit habe, in diesen 7 Minuten auch das ein oder andere Türchen zu erzählen. Ich würde sagen, wir labern nicht mehr lange rum, ich habe nämlich genug gelabert. Ins Training können wir noch kurz gehen, ihr könnt mir gerne Tipps geben, denn ich kenne mich leider nicht so gut aus, was diese Spielerkarriere angeht, aber wir werden sehen. Die heutige Folge wird sowieso länger, weil es halt einfach die erste Folge ist und ich halt immer 2 Spiele pro Folge mache. Aber wie gesagt, an sich könnt ihr mir trotzdem gerne Tipps geben, weil ich werde jetzt einfach nur die 2 Spiele durchrattern und ja, die nächste Folge könnt ihr, wie gesagt, kann ich eure Tipps dann direkt schon anwenden. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal so. Ich ändere da jetzt nicht so viel. Schreibt mir einfach was rein und ich würde sagen, wir gehen in unser erstes Spiel gegen River Plate. River Plate, sagt man das so? Hier ist die Aufstellung. Ich kann da noch nichts ändern, auch wenn ich das vielleicht gerne machen würde, weil die ein bisschen komisch ist. Aber Niko Kovac hat das bestimmt schon alles durchgeplant. Wir hier als Mittelstürmer, dann würde ich sagen, starten wir rein. Noch 2-3 Sachen gesagt. Natürlich spiele ich jetzt nur Lewandowski. Das heißt, die anderen werden vom Computer gesteuert. Die Gegner sowohl meine eigenen Teamkameraden, deswegen für die sie sich nicht so gut auskennen. Ich kann leider nicht verteidigen, ja, da ich eben nur als Lewandowski agiere und dann nicht immer komplett zurückrenne. Ja, ist halt nun mal so, aber das wird schon irgendwie hinhauen. Auf Top-Spieler werden die das schon machen. Und zweitens, ich werde in dieser Karriere hier keine Storyline mit einbauen. In der Trainerkarriere werde ich es ein bisschen versuchen und nächstes Jahr werde ich dann sowohl Trainer- als auch Spielerkarriere wirklich probieren, mir da ein cooles Konzept zu überlegen. Aber das wird dieses Jahr nicht passieren, vor allem jetzt in der Spielerkarriere nicht. Und ja. Und unser erster Schuss aufs Tor. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Unser erster Schuss aufs Tor in der 32. Spielminute. Ich werde natürlich nicht eigensinnig sein. Ich werde natürlich auch Vorlagen geben und probieren, hier einfach Scorerpunkte an sich zu bekommen. Das war natürlich jetzt nicht so geil. Aber ich bin halt einfach ein bisschen der Typ, und das kritisiere ich an manchen Mannschaften in echt auch. Komm, jetzt James Rodriguez! So, der hätte sitzen können müssen, ich weiß es nicht. Ich bin einfach so der Typ, der es gerne sieht, wenn die Leute einfach mal schießen und nicht da vom Tor 20, 30 Minuten hin und her latschen und nie zum Abschluss kommen und dann letztendlich den Ball verdaddeln. Deswegen werde ich auch das ein oder andere Mal aus Distanz abziehen und anstatt zu passen dann doch mal schießen, aber ich werde natürlich auch gerne Vorlagen geben und nicht eigensinnig spielen. Nichtsdestotrotz ist schon Halbzeit, die Zeit vergeht echt mega schnell mit diesen 7 Minuten. 2 Schüsse, 2 aufs Tor fürs gesamte Team, das war eben James Rodriguez und ich schätze mal meiner, ich weiß es nicht, beide waren nicht so geil. Der von James hätte auf jeden Fall reingehen können. Schade. Ja, Alter, was ist da los? Erst wurde ich, dann Ribéry umgehauen. Komm, Ribéry, den kriegst du doch bitte, oder? Oh, Mann. Jetzt vielleicht wir. Ja, wir haben uns den Ball zurück erkämpft. Jetzt muss nur einer in die Mitte kommen. Vielleicht ist Ribéry da. Aber unser Pass, beziehungsweise die flache Flanke, war nicht präzise genug zu nahem Torwart. Jo Leute, wir wurden ausgewechselt. Wir haben die Sequenz nicht mal gesehen, aber Sandro Wagner ist reingewechselt worden.
Ja, für die letzten paar Minuten, was ich auf jeden Fall machen werde, da seht ihr, das Projekt ist noch frisch und ich muss selber noch ein bisschen gucken, wie ich das Ganze handle. Ja, was ich auf jeden Fall machen werde, ist die Zeit hochstellen. Das ist viel zu wenig Zeit, die Zeit geht so schnell rum. Also ich nehme jetzt ungefähr 5 Minuten auf und das Spiel ist schon zu Ende gleich. Das ist echt krass, also ich werde die Zeit auf jeden Fall wieder hochschrauben und hoffen, dass ich dann mehr Chancen bekomme. So bleibt es nämlich beim 0:0. Eine gute Chance hatten wir, eine gute Chance James Rodriguez, 2 insgesamt. Ich glaube, viel mehr ist noch nicht so wirklich passiert. Ja, tatsächlich, das ist genau das von der Halbzeit, zumindest von den Schüssen her. Ja, wie gesagt, die Zeit geht viel zu schnell rum, ist schon schwach, aber war ja nur ein Testspiel, glaube ich, International Cup oder so, keine Ahnung. Einen Punkt auf jeden Fall geholt, damit sind wir nicht viel schlechter als die anderen und das kriegen wir schon hin. Und zwar können wir es direkt in dem nächsten Spiel, und zwar in dem zweiten Spiel dieses International Cups gegen Basel wieder gut machen. Die Zeit jetzt wieder hochgestellt auf 12 Minuten, wie ich sie von Anfang an hatte. Ja, ich bin gespannt, ob es jetzt besser klappt. Oh Gott, was war das denn, Alter? Ja, guten Morgen, da habe ich probiert, Hexenwerk zu machen. Kann klappen, aber da habe ich einen Schritt zu weit nach rechts aus dieser Perspektive gemacht. Dann kann es halt nicht mehr klappen, ne? Nein, wir kassieren das 1:0. Gegen Basel, ey, ohne Spaß, wenn ihr das ganze Spiel sehen würdet. Die haben, das ist der erste Ballkontakt überhaupt von dem Stürmer. Und der erste Schuss und direkt drin. Ich glaube, wir haben irgendwie über 70, wir hatten, also vorhin haben sie es mal eingeblendet, 72% Ballbesitz. Und ja, Chancen bestimmt auch viel mehr. Aber jetzt machen die einfach das 1:0, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt setzen wir einfach mal den Schuss ab, Mann. Jetzt reicht's mir mal hier. Da geht so wenig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Meine war jetzt nicht schlecht, aber ich krieg so wenig Bälle. Guck mal, das war doch nicht schlecht gemacht. Jetzt musst du nur irgendwie wieder rübergeben, was jetzt nicht so einfach ist, aber das war nicht schlecht. Und Arjen Robben knapp übers Tor. Alter, Bayern spielt so schlecht. 0:1 liegen wir hinten. 65% zu 35% Ballbesitz, 2 Schüsse, 0 aufs Tor haben die anderen und ein Tor, na klar, das macht auf jeden Fall Sinn. Hälfte an Pässen gespielt, wir sind schon die Mannschaft, die das Spiel quasi in die Wege leitet, aber ja, irgendwie in die gefährliche Zone kommen wir auf jeden Fall noch nicht. Komm. I'm there, man, I'm there. Und er spielt auf Robben, er macht ihn aber! Yes! Er haut ihn rein, auch wenn der Robben von diesem Jahr echt scheiße aussieht. In den alten Teilen sah er, glaube ich, viel besser aus als jetzt, ich weiß es nicht mehr. Ist schon voll verdrängt, aber endlich das verdiente Tor. 1:1, ich war auch da. Ich habe dann gehofft, dass der Ball irgendwie, ja, in die Spitze kommen würde, aber er hat dann abgedreht und hat ihn dann in den Rückraum gespielt. Thomas Müller kommt für Thiago und will hoffentlich noch ein paar Tore oder Vorlagen geben. Jetzt ist Ribéry durch! Jetzt ist Ribéry durch! Und der Torwart hält. Ich weiß nicht, welcher Torwart das ist. Ich kenne mich mit den ausländischen Mannschaften, wenn man das so sagen darf, nicht so aus. In der Bundesliga ist das schon ein bisschen besser. Jetzt gucken wir mal. Nee, Ecke konnte ich auch nicht kriegen. Also irgendwie bin ich bisher noch relativ schwach. War sowohl im ersten als auch in diesem Spiel nicht viel an der Torgefahr beteiligt. Am Spiel ja, aber an der Torgefahr jetzt nicht so richtig. Au. Muss eigentlich gelb geben, gibt nichts, glaube ich, so wie der Schiri den zu sich ruft, gibt es nur eine Ermahnung. War aber schon nicht so lecker. Ja, schon. Aua.
Den Pass auf Kammes gespielt und der trifft nur den Pfosten. Mann, wäre das ein wichtiges Tor gewesen. Und Mann, wäre das ein schönes. Er schießt ihn auf den kurzen Pfosten, das hätte ich niemals gemacht, aber er hat's gut gemacht. Und dann Pfostenpech. Joao Cancelo kommt in die Mannschaft. Die Bayern haben eingekauft. Alles klar. Und Renato Augusto, die Bayern haben eingekauft. Offensichtlich haben sie echt eingekauft. Hauptsache Basel macht's nicht. Also gewinnen. Jetzt Ribéry. Ribéry wartet zu lange. Unten Renato noch gewesen. Hinter ihm wäre ich noch gewesen. Hätte mit der Hacke zu mir gespielt und ich runter zu Renato. Das wäre krass. Jetzt wurden wir ausgewechselt. Alaba glaube ich auch. Und das gefällt mir natürlich nicht so. Ich habe in beiden Spielen nicht viel gezeigt. Und wurde in beiden Spielen dann auch ausgewechselt. Jetzt Sandro Wagner. Kack. Oh Mann, so viele Chancen, gerade in der Schlussphase für die Bayern. Ich weiß nicht, welche ich reinschneide, hoffentlich die, die drin ist. Wenn es denn da noch eine gibt, Sandro Wagner jetzt schon mit dem dritten Kopfball. Mit dem zweiten gefährlichen. Mann, ey, der soll mal einen machen. Direkt die nächste Chance. Ribéry, wartet wieder Corin Tortolisso. Ja, das war nicht schlecht. Ribéry in der Mitte ist immer noch Sandro Wagner. Und er zählt. Yes, er zählt. Wie geil ist das denn, Sandro Wagner? Zwar für mich eingewechselt und... Ja, ich habe leider nicht so viel gemacht. Das kann man zwar behaupten, aber freut mich natürlich trotzdem... Für das Team, das ist natürlich ganz, ganz klar, dass wir hier für unsere vielen Chancen und wir waren auch wirklich die bessere Mannschaft, dass wir jetzt belohnt werden. Ja, das war in der Schlussphase jetzt hier auch schon die dritte, vierte Chance. Also auch wirklich, wirklich, wirklich verdient. 2:1, 3 Punkte mitgenommen, auch wenn kein Tor von mir. Ist nun mal so. Das ist einfach so, dass man als Stürmer ja natürlich nicht immer Tore gemacht. 200 Pässe gespielt. Wahnsinn. Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen. Vor allem dann auf den Bundesliga-Start. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Und natürlich auch, was ihr abstimmt. Denn wenn ihr jetzt abstimmt, ich soll über die Verteidigerkarriere machen, dann wird die Verteidigerkarriere durchgezogen. Wie ihr das möchtet. Jo, ich wollte nochmal kurz schauen, aber auf jeden Fall haben wir nächste Folge schon das Spiel, das erste Bundesligaspiel, dann eben gegen Düsseldorf. Was ich noch kurz sagen kann, das werde ich aber in der nächsten Folge hoffentlich auch nochmal sagen. Länderspiele, wo wir mit Polen dann am Start sind oder wären, die werde ich in minimaler Kurzformfassung auch mit reinschneiden. Heißt, ich werde natürlich immer zwei Spiele pro Folge machen und dementsprechend dann in der nächsten noch einmal das Spiel gegen Kolumbien, wo ich wirklich nur die allerkrassesten Highlights reinschneide und sonst gar nichts. Und dann gegen Frankreich in der übernächsten, plus dann eben die zwei Spiele, die zwei Bundesliga gegen Hoffenheim und gegen Stuttgart. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, so werde ich das handhaben, denn ich sehe ja hier, man hat wirklich mit Lewandowski schon ein paar internationale Spiele, die ich natürlich nicht außen vor lassen möchte, aber auch nicht zu groß anpreisen möchte. Wir werden sehen, wie das läuft. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Ich habe schon wieder viel zu viel gelabert in dieser Folge. Das muss ich mir echt abgewöhnen. Das ist voller Scheiß. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.